Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's mal wieder den Wochenloot. Wir fangen dann mit einmal Dämmerung, dann Raid Eisenbanner und noch ganz wenig Osiris, denn ich habe diese Woche ja noch The Division gespielt bzw. die Beta angetestet und habe dafür Osiris am Wochenende gar nicht so viel Zeit gefunden. Hier habe ich einen schönen Geist bekommen, leider viel zu tief. Dann natürlich noch den Raid. Raid haben wir am Dienstag gemacht, wie eigentlich jeden Dienstag gibt es da auch einen Livestream für alle, die da mal dabei sein wollen und das noch nie gesehen haben, kann man ja in der Beschreibung den Twitch-Kanal noch abonnieren. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem 320er Geist, leider ist mir das Glück auch diese Woche nicht hold, was den Geist betrifft. Dann noch die Truhe hier, wir haben ein zweites Mal noch den Geist geholt, ich blende das hier sonst nochmal kurz ein. Auch hier Geist, vielleicht Glück, vielleicht nicht. Eher nicht. Aber das war fast zu erwarten. Dann haben wir den Archon-Priester erlegt, obwohl der heißt nicht Archon-Kriegspriester. Ach, diesen Priester haben wir getötet. Und jo, drop-technisch ist das auch nicht mehr wirklich lukrativ. Wir waren eigentlich auf der Suche nach Urix, um dann die Challenge bei ihm zu machen, denn die war aktiv in dieser Woche. Golgoroth, der liebe Golgi, gegenstandstechnisch auch hier bin ich eigentlich schon so ausgerüstet, wie ich sein muss, auch wegen der Challenge, die letzte Woche war. Da bekommt man ja dementsprechend viele Rüstungsteile, die man gut gebrauchen kann. Bedeutet also, die Teile, die ich gekriegt habe, werden infundiert bzw. wurden infundiert in exotische Gegenstände, denn dafür kann man das noch brauchen als Raid-Zeugs, um andere Gegenstände, die exotisch sind, hoch zu infundieren. Bei der Exotruhe gab es nichts Exotisches, bei den Hexen gab es für mich zwar den Warlock Reif, aber ohne 320 Verteidigung. Der wurde auch schnurstracks in was Exotisches infundiert. Tja, und dann noch eine Schrotflinte, die ich zerlegt habe, die konnte ich nicht brauchen. Dann haben wir die Challenge geschafft. Wir haben Urix mit der Challenge getötet und das gibt dann richtig fetten Loot, wie man da hinten schon sieht. Zwei Truhen und da kommt ordentlich was raus. Einen Helm, der ist sehr gut so, mir fehlt der Helm für den Titan noch, und zwar im gequälten Bereich. Ich muss den, kann den dann noch hoch infundieren, bis dahin brauche ich aber noch mehr 320er Helme. Also der Titan, der bräuchte eigentlich noch einen 320er Helm, will ich damit sagen, kann ich aber auch den normalen hoch infundieren, wenn ich genug andere Helme kriege. Wir haben das Ganze natürlich noch ein zweites Mal gemacht, ein drittes Mal hat die Zeit nicht mehr gereicht und sind dann später auch nicht mehr dazugekommen. Mit dem Titan hatte ich da noch die Hoffnung, vielleicht den Helm zu kriegen, war leider nicht der Fall. Ich habe eine Waffe gekriegt, jo, sei es drum, irgendwann wird der Helm für mich schon auch noch droppen. Die zwei Waffen, die kann man infundieren, jo, für Osiris. Ich infundiere die Waffen da ja sehr gerne in Osiris rein, also bedeutet in Osiris Waffen, die ich dann mitnehme in Osiris, um ein höheres Lichtlevel zu haben, um mir einen Vorteil zu verschaffen in Osiris, weil das Lichtlevel da ja aktiv ist. Der Vorteil ist nicht wahnsinnig groß, aber er ist da, er ist existent. Aus diesem Grund, ja, ist es schon wichtig. Der Erdehase wird dann noch ein bisschen gepusht, wie man sieht, um auch den guten Jadehasen Richtung 3,20 zu bekommen. Leider hat es nicht ganz gereicht, bei 3,19 stecken geblieben, aber sei es drum. Ja, dann Eisenbanner, das war ja auch diese Woche aktiv. Da gibt es ja bei Stufe 3 einen 3,10er Warlock Artefakt, Armreif, Umhang oder was auch immer. Bei Stufe 5 gibt es einen Geist im 3,10er Bereich, da kriegt man nämlich nichts anderes raus. Man kann auch in den Orbit fliegen und dann kriegt man auch mal einen Gegenstand. Das habe ich hier noch kurz eingeblendet. Ich habe noch den Armreif auf 3,13 gekriegt. Das nächste wäre auch wieder Rang 3 und Rang 5. Da gab es für mich sogar noch das Snipergewehr raus. Ein ziemlich interessantes Snipergewehr sogar, man wird es gleich sehen.
es ist noch mit Zielhilfe versehen. Bedeutet also, ich habe eine extrem schnell schießende Sniper, die da wirklich noch Zielhilfe drauf hat. Ich muss sie dann mal testen und das Review dazu natürlich machen. Hier mit dem Jäger auch wieder den 13er Gegenstand im blauen Bereich. Das ist normal, den kriegt man immer. Und hier nochmal den Geist. Auch wieder 3.10, 3.20 bleibt mir verwirrt. Selbst als ich noch in den Orbit geflogen bin, das werden wir jetzt dann gleich machen, um noch den Loot abzuholen, der hier nicht richtig droppt. Was ich übrigens ziemlich traurig finde von Bungie, dass die es immer noch nicht geschafft haben, das zu fixen, ist ja schon länger das Problem existent. Ist ja nicht so, dass sie schon ein Update rausgehauen hätten, wo sie das noch reinpacken könnten. Naja, ist ein anderes Thema. Werden wir dann bei einem Talk vielleicht mal thematisieren. Man hat es noch gesehen, was ich gedroppt gekriegt habe. Hier haben wir noch die Osiris-Beutezüge. Das hat für den Sonntagabend noch einmal gereicht. Makellos leider nicht. Vielleicht werde ich es am Montagabend noch machen. Da werde ich nochmal streamen. In der Hoffnung, dass ich da noch makellos mache. Geist auch nur 300. Irgendwie will der Geist einfach nicht so recht bei mir droppen. Das war meine Woche. Eben wegen der Division ein bisschen verkürzt. Ich blende sonst noch in der Infokarte noch meine Meinung zu der Division ein, wenn ich damit fertig bin. Hier hätten wir noch weitere Videos von mir. Wenn ihr euch für etwas interessiert, schaut doch mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und lasst noch ein Like da.